Es ist mir so eine derartige Freude, liebe YouTube-Freunde, dieses Video von Dr. Christoph Niederwieser, einem Astrologen und Geschäftsprognostiker, hochzuladen, weil er einfach richtig liegt. Wie ihr vielleicht erkennen werdet und es ist euch vielleicht auch bewusst, dass Dr. Niederwieser sehr akkurat, sehr überzeugend den Anstieg von Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, wieder einmal auf eine Punktlandung gebracht hat. Also schaut euch bitte das Video an. Christoph, guter Bekannter von uns, ist einfach ein toller Mensch mit einem sehr stark ausgebildeten wissenschaftlichen Ansatz in Astrologie. Sowas sollte man nicht verniedlichen, weil ich dieses Wissen schätze und seine Beiträge ohnehin. Und weil ich das so oft höre, ich schaue mir die Beiträge an. Ich muss aber regelmäßig die Grafik anhalten. Ich verstehe die nicht. Ich weiß nicht, was eine Anlageklasse ist im Rohstoffbereich. Oder ich bin mir nicht sicher, welche Anleihen die attraktivsten sind und wie viele Anleihen es überhaupt gibt. Staatsanleihen, Bargeld, Money Market, ETFs und so weiter. Lade ich euch ganz herzlich ein zu meinem kostenlosen, ja, Webinar zur Wissensbildung im Anlagebereich am 17. April und am 21. April. Das macht alles viel verständlicher. Und wir haben ein kleines Geschenk für euch. Nicht für alle, aber ein wirklich gutes. Also habt viel Spaß. Es ist out of the box, aber es ist ein Tracker, das um etliches besser als 90% der Marktteilnehmer. Viel Spaß. Aber ich werde versuchen, euch so ein bisschen zu inspirieren. Wir haben jetzt am Vormittag sehr viel über Zahlen gehört und sehr viel über Rechenmodelle und natürlich ganz tief im Investmentbereich drinnen. Mein Fokus ist ein bisschen ein anderer, weil mich interessieren eigentlich Wirtschaftsdaten, Börsenentwicklungen in erster Linie als Indikatoren für weltweite politische Entwicklungen. Ja, also als Indikator dafür, wo die Bedürfnisse von Menschen sich hin verschieben. Und bei mir ist eigentlich das Investment mehr so der Nebeneffekt davon. Ja, auch wenn natürlich immer wieder sehr spannende Sachen da rauskommen. Und ich möchte euch heute mal vorstellen, die wichtigsten Megatrends, die euch im Investieren aktuell schon, aber auch die nächsten Jahre stark betreffen werden. Ja, wer von euch hat denn bislang schon mal in irgendeiner Form sich mit Astrologie beschäftigt? Vielleicht mal kurz Hand hoch. Ja, es ist doch so knapp die Hälfte. Wer denkt, okay, das ist ja ein absoluter Unsinn? Hand hoch oder? Ja, doch, ja, es geht, ja. Also gibt es seit 100 Jahren, gibt es da Studien drüber, Umfragen, und da ist eigentlich ganz konstant, so ungefähr ein Drittel in Europa, auch in Amerika, können sich vorstellen, dass was dran ist. Ja, zwei Drittel eher nicht. Vor einem Jahr gab es eine aktuelle Studie bei den unter 30-Jährigen und da waren schon zwei Drittel, die sagen, ja klar, da kann schon was dran sein. Also man sieht, auch da gibt es diesen großen Epochenwechsel. Astrologie. Da geht es ja auch darum, wie man sich mit der Zukunft beschäftigt. Ja, also gleich wie das ja auch die anderen Zukunftsdisziplinen machen. Ich war ja auch einige Zeit am größten Forschungskolleg für Vorhersage an der Universität Erlangen, hatte da auch mit dem Professor Lackner gemeinsam eine Konferenz organisiert über die Zukunft der Vorhersage. Da hat man wirklich renommierte Experten, den Detlef Mieszki vom Deutschen Wetterdienst, Matthias Hawkes für die Zukunftsforschung, Demografie hat man dabei, Wahlforschung und haben, oder von Siemens, der Global Head of Technology. Und jeder hat halt so vorgestellt, wie die die Zukunft berechnen. Ja. Und im Grunde sind wir dann erstaunt draufgekommen, es macht eigentlich jeder dasselbe. Jeder analysiert Datenreihen, probiert in diesen Datenreihen Entwicklungsverläufe herauszufinden. Dann wird es entsprechend hier modelliert. Ja. Und dann gibt es so diesen berühmten Szenariotrichter, wo man sagt, okay, wenn die und die Daten sich so und so ändern, je weiter in die Zukunft, desto größer dann die Bandbreite, Negativ-Positiv-Szenario. Und ja, und so probiert man diese Szenarien zu entwickeln. Wenn man sich dann anschaut, was dabei rauskommt, das sind hier so ganz typische Zukunftsszenarien, wie es um das Jahr 2015 sozusagen proklamiert worden ist. Ja, Evernote, Fabbing, Ambient Intelligence und so weiter.
dann sieht man natürlich, dass diese Ansätze alle ein Problem haben. Der Marc hat es ja heute schon angesprochen, also diese Modelle funktionieren sehr gut, wenn man relativ stabile Umweltverhältnisse hat. Also dann kann man natürlich schon so ein System, ein Wirtschaftssystem zum Beispiel, ein Umweltsystem modellieren. Nur das Problem ist, dass es halt da immer wieder dann ganz abrupte Umbrüche gibt und das ist einfach so der Schwerpunkt der Astrologie. Ja? Also wenn man sich die vergangenen Zukunftsszenarien anschaut, hier zum Beispiel, wie man sich im Jahr 1900 das Jahr 2000 vorgestellt hat, alles ist komplett voller Atomkraft, ja? Man sitzt vor den wärmenden Strahlen des Radiums am Kamin, es wird Weltraumkolonien geben und so weiter. Da sieht man, das Hauptproblem ist, die gehen dann immer von der technologischen Machbarkeit aus, aber bedenken viel zu wenig die menschlichen Bedürfnisse. Ja, also klar könnte man schon längst eine Mondkolonie haben, aber wenn man vergleicht mit anderen Opportunitätskosten, was wir sonst noch brauchen, Bildung, Infrastruktur auf der Erde und so weiter, sind wir halt doch nicht bereit, das Geld auszugeben. Ja, das heißt, die tappen alle, ich nenne es gerne die Extrapolationsfalle. Also man sieht über längere Zeiträume, solange das Umfeld stabil ist, da gehen die Entwicklungen relativ linear. Aber der Regelfall der Menschheitsgeschichte ist natürlich die Disruption. Also es passiert was ganz was Unerwartetes und plötzlich sind die Spielregeln komplett geändert. Haben wir jetzt ja gerade die letzten Jahre massiv mitbekommen, Corona-Krise beispielsweise, Ukraine, all diese Disruptionen. Und das ist, wo die Astrologie ansetzt. Ja? Weil bei der Astrologie geht es darum, Ganzheiten zu analysieren. Also in so einem Horoskop, in den Konstellationen, da ist im Grunde ein multidimensionales Gebilde drin, wo im Grunde Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Mode, Gesellschaft, Umwelt, eigentlich alles in diesen Morphologien drinsteckt. Ja. So ein bisschen vergleichbar mit Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes, der hat ja da seine Kulturmorphologie auch nicht auf Basis von irgendwelchen Extrapolationen durchgeführt, sondern der hat sich halt angeschaut, was gibt es für kulturelle Ähnlichkeiten über das Analogiedenken. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, Astrologie geht halt eben nicht linear oder in Verlaufskurven, sondern es ist immer ein zyklischer Ansatz, wie wir es ja auch jetzt aus dem Investment kennen, wie wir es aus der Wirtschaft kennen, Wirtschaftszyklen und so weiter, beziehungsweise ich meine, die zwei bekanntesten Zyklen, die jeder von uns dauernd mitbekommt, ja, vom Neumond zum Vollmond und wieder zurück oder eben die vier Jahreszeiten. Und solche Zyklen findet man natürlich überall. Und wenn man so einen Zyklus eben in die Zeit hineinfächert, dann kommen wir zum Bild der Spirale. Ja? Das heißt, die Dinge, die wiederholen sich nicht exakt, aber auf dem nächsthöheren Level gibt es Ähnlichkeiten. Ja? Ihr kennt ja den berühmten Spruch, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das ist genau, was hier in dieser Spirale zum Ausdruck kommt. Ja, und ihr seht es in so einem Horoskop, das hat nichts zu tun mit diesen 12 Sternzeichen, sondern das sind unzählige, sehr, sehr komplex ineinander verwobene Zyklen, die Frequenzen haben von Minutentakt bis Jahrhunderte, Jahrtausende von der Geschwindigkeit, wie die hier durch diesen Tierkreis laufen und wo sich auch diese Gesamtkonstellation in der Geschichte des Sonnensystems keine zweimal wiederholt. Ja, und auf Basis dieser Zyklen konnte ich beispielsweise schon 2015 in vielen Artikeln, Vorträgen diesen Systembruch 2020 vorhersagen. Ja, also das Timing kann man mit Astrologie exzellent bestimmen und auch dann, wann unser System in ganz neue Qualitäten springt. Ja, und zwei der wichtigsten Zyklen möchte ich euch heute näher bringen. Das erste, den hat schon Johannes Kepler im 17. Jahrhundert damit gearbeitet, auch die großen arabischen Astrologen im 8. und 9. Jahrhundert schon, Jupiter, Saturn, die beiden Giganten in unserem Sonnensystem, die treffen sich am Himmel oben ungefähr alle 20 Jahre zu einer sogenannten Konjunktion, das heißt, sie stehen beieinander. Und es gibt aber einen übergeordneten Zyklus, weil diese Konjunktionspunkte, die sind immer knapp 200 Jahre in Zeichen eines Elements. Ja, zuerst sind die im Feuerzeichen, dann in Erdzeichen, in Luftzeichen, in Wasserzeichen und nach 800 Jahren geht es wieder von vorne los. Und dieser Zyklus zeigt ganz, ganz stark unsere kulturelle Mentalität. Ja, das sieht man, wenn man zum Beispiel morphologische Analysen macht vom letzten Mal, das war so im 13. Jahrhundert und die beiden Elemente, die unterscheiden sich grundlegend. Das heißt, immer wenn es solche Epochenwechsel gibt,
treten ganz, ganz neue Spielregeln auf in der Menschheitsgeschichte. Ja, also die Erdepoche, die war grob vom Jahr 1800 bis jetzt eben vor kurzem, ja, 1980 bis 2020 die Übergangsphase. Und Erde steht halt für alles, was man angreifen kann, was nach unten zieht, das Materielle, was man sichtbar machen kann, was man messen kann, was man empirisch sich nähern kann. Und es ist natürlich losgegangen direkt mit der industriellen Revolution. Ja. Und seither war im Grunde der Aufbau von Produktionsmitteln und sozusagen die Vermehrung von Gütern, das war eigentlich so unser Hauptziel in der kulturellen Mentalität. Das Element Luft, und da sind wir eben seit dem Jahr 2020 jetzt drinnen, das ist ganz was anderes. Es ist locker, leicht, beweglich, volatil. Ja, da geht es um den Geist im Gegensatz zur Materie. Da geht es mehr ums Idealistische, da ist alles viel, viel kurzlebiger. Wenn wir das jetzt so in unser modernes Wirtschaftssprech übersetzen möchten, können wir sagen, das ist so der Weg von der kapitalistischen Konsumgesellschaft seit der industriellen Revolution hin zu einer nach geistigen Werten orientierten Wissensgesellschaft. Ja, kennst du den Spruch, Daten sind das neue Gold? Man kann natürlich auch sagen, Ideen, Visionen, geistige Inhalte sind das neue Gold. Ja, also da verlagert sich der Schwerpunkt komplett. Ja, das hatten wir auch damals beispielsweise im 13. Jahrhundert, der Wechsel von der Romanik zur Gotik, wo dann plötzlich die Scholastik aufkommt, wo plötzlich der Handel um ganz Europa explodiert ist, Hanse und so weiter. Also da kann man sehr, sehr viel ableiten. Und der zweite Zyklus, der sich auch geändert hat im Jahr 2020, darum war jetzt eben auch dieser Wechsel so massiv, der Zyklus von Saturn und Pluto, und ich habe den genannt den Zyklus der Macht, weil immer da, wo der einzementiert ist, da geht sozusagen, wird definiert, wie man wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Ja, wenn wir so zurückschauen, 1850 ist losgegangen, Konjunktionspunkt direkt an der Scheide von Widder zu Stier, ja, das heißt, da geht es darum, Materie zu erobern und dann aber auch Materie zu akkumulieren, und das war halt so die große Zeit so der Frühindustriellen, ja, so dieser Patriarchenunternehmer, die zum ersten Mal durch die Eisenbahn dann so in alle Horizonte hinein ihre Ware vertreiben konnten und wo dann so diese ersten großen, teilweise weltweit operierenden Konzerne entstanden sind. Dann 1880er Jahre, da ist der Konjunktionspunkt in die Zwillinge gewandert. Bei den Zwillingen geht es ja um das Funktionelle der Materie, da geht es um alles, was man damit machen kann, die Funktionsvielfalt. Und da ist plötzlich ein ganz anderer Unternehmertypus gekommen, und zwar das war so dieser Erfinderunternehmer. Ja, wir sehen hier Edison, der dann mit der AEG einen riesen Weltkonzern aufgebaut hat, Mercedes und Benz und so weiter, die einfach eine pfiffige Erfindung hatten und daraus ein riesen Business machen konnten. 1914, dann Konjunktionspunkt Anfang Krebs. Krebs ist ja das Emotionale, ist das Volk auch, ja, das sind die Gefühle, es ist das menschliche Prinzip. Und was hat man da? Plötzlich weltweit überall rollen die Köpfe der Monarchen und werden ersetzt von Demokratien, Herrschaft des Volkes. Aber gleichzeitig natürlich auch, gibt es ja dann gerne ins Extrem, ja, das heißt natürlich dann auch so die große Zeit der Demagogen und der Verführungen des Volkes. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 oder 40er, Ende der 40er Jahre, Konjunktionspunkt im Löwen. Der Löwe ist ja der, der die Dinge gestalten will, der was organisieren will, der sozusagen sein Reich aufbauen will. Und das waren halt so diese ganzen Machertypen, ja, die so auf den grünen Wiesen der Nachkriegszeit in Deutschland zum Beispiel das Wirtschaftswunder gemacht haben oder natürlich im Bereich, ja, der Träume der Menschen, also sprich Filmindustrie, waren es dann plötzlich so die ersten Heldentypen wie Marlon Brando, James Dean. Der Zyklus, in dem die meisten von uns hier geprägt worden sind, der ist Anfang der 1980er Jahre losgegangen. Da war der Konjunktionspunkt in der Waage. Und jetzt 2020 ist er in den Steinbock gewandert. Und dieser Bruch ist der extremste, weil ihr seht schon, hier in der unteren Reihe, da gab es so einen logischen Aufbau. Zuerst kommen die Konzerne aufbauen, dann kommen die Erfindungen draufsatteln, dann kommen die Demokratien und so weiter. Aber dadurch, dass die Frequenz von Pluto, die Umlaufzeit, sehr elliptisch ist, wandert dieser Konjunktionsbruch plötzlich um 90 Grad weiter, und 90 Grad ist in der Astrologie ein absoluter Spannungsaspekt. Das heißt, das sind zwei Dinge, die sich unglaublich reiben, weil sie nicht zusammenpassen. Und wenn wir wissen wollen, was uns da erwartet, muss man nur zurückschauen, wann es das letzte Mal war, und es war eben der Sprung von den 1480er, 90er Jahre zum Jahr 1518. Was hat man da?
Wir hatten ab 1480 die Hochrenaissance, ja, die schönen Künste. Man hat da Amerika entdeckt, man hatte irrsinnig viel Geld, sodass eigentlich so diese großen Handelshäuser, ja, und also die großen Kaufleute konnten unglaubliche Kunstwerke schaffen lassen. Ja, also nicht umsonst ist ja da in Norditalien dann die Hochrenaissance so explodiert, weil einfach da die Künstler irrsinnig gut bezahlt bekommen haben. Dann natürlich typisch Waage, ja, da geht es ja immer sozusagen um das Austarieren zwischen Ich und Du, also sozusagen im Sozialen sich durchzuverhandeln. Aufschwung der Habsburger, ja, die ja gesagt haben, andere Völker mögen Kriege führen, du glückliches Österreich heirate. Ja, das heißt wirklich so dieses Waageprinzip des Bündnisse-Schmiedens und des Taktierens und sozusagen mit strategischen Abwägungen weiterzukommen, ganz, ganz stark da in den Vordergrund gerückt. Das war auch die Hochzeit der Badehäuser übrigens, ja, so da hat man sich ja nicht nur zum Baden getroffen, sondern es war im Grunde Vergnügungsetablissements, die es wirklich in jedem Kuhdorf gegeben hat. Ja, und was war dann ab 1518? Plötzlich hat sich der Zeitgeist komplett verändert. Ja, eine unglaubliche Steinbock. Ja, der Steinbock, der will sich immer geordnet, strukturiert, der ist ja gern dogmatisch, der will erstens, zweitens, drittens Gesetze und Paragraphen aufstellen. Und was kam da plötzlich? Luther schlägt seine Thesen da an, alles wird plötzlich ganz streng, ganz moralistisch. In wenigen Jahren waren all die Badehäuser verschwunden, das war vollkommen verböhnt. Ja. Also ich hoffe, es kommen in euren Köpfen jetzt schon so ein bisschen die Bilder, wenn ihr das mit der Jetztzeit auch verbindet. Ja. Dann natürlich in Amerika. Man ist da in der Waagezeit noch hingefahren, so mit den Glasperlen und hat da sozusagen probiert, irgendwie ein gutes Verhältnis mit den Kulturen zu finden. Und kaum war dann dieser Konjunktionspunkt im Steinbock, dann sind die Verteilungskämpfe losgegangen, dann sind die Azteken abgemetzelt worden, dann hat man sich das Gold geklaut. Also da ist plötzlich dann einfach so der Kampf um die Ressourcen viel, viel stärker. Ja, und selbe hat man natürlich jetzt bei dieser zyklischen Wiederholung. Ja, 1980er Jahre, ihr erinnert euch, plötzlich wurde alles ganz bunt und oberflächlich, also so wie es halt die Waage in der Verdrängung auch ganz gern mal hat. Ja, da kamen dann diese ganzen Talkshows und diese ganzen Intrigen-Fernsehsendungen, Dallas und Dynasty, der Denver-Clan und so weiter. Auch ganz typisch, ja, Waage möchte ja auch immer so den Weltfrieden, also sagen, harmonisch haben wir es besser gemeinsam. Und genau in dem Jahr die zwei großen Hits in Deutschland, Nicole ein bisschen Frieden, also ganz symptomatisch, und Nena 99 Luftballons. Also da sieht man schon, dass immer plötzlich so in den Zeitgeist reinkommen, wo einfach so die Oberfläche, das Gefällige ganz, ganz eine starke Rolle gespielt haben. Ja, 2020 hat sich der Konjunktionspunkt dann wieder in Steinbock verlagert. Und ich glaube, alle von uns können sich erinnern, wie dann plötzlich innerhalb von Wochen einfach die Atmosphäre vollkommen ausgewechselt war. Ja. Das heißt, plötzlich ganz, ganz dogmatische Gesetze, totale Beschränkungen der Freiheit, ja, auch sozusagen mit Direktiven durchregieren. Also man kann sagen, Schlüssel zum Erfolg, das habe ich jetzt extra so lassen, das habe ich nämlich einmal im Januar 2019 für den Schweizer Astrologenbund gehalten und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, das heißt, die 40 Jahre, die wir gewohnt waren, da waren die Schlüssel zum Erfolg Diplomatie, Pakte, Verträge schnüren, aber auch eben Ränke und Intrigen. Jetzt geht es vor allem um strukturelle Macht, um Regeln, um Vorschriften, um Kontrollsysteme. Wir kommen raus aus, ich nenne sie immer gerne die Medien- und Marketinggesellschaft, ja, wo geht es um Netzwerken und Socializing, um Kontakte, um Beziehungen, um Image. Ja, das war auch so die Hochphase der Strategieberatung. Ja, was wollen wir für eine Vision verfolgen und so und was wollen wir für ein schönes Logo haben, und das war ja eigentlich dann so, was dann plötzlich am meisten gezählt hat. Und jetzt geht es halt wirklich im Steinbock um harte Arbeit, um Substanz, um eine Ernsthaftigkeit, um eine Systematik. Also man kann sagen, vom Aussehen zum Inhalt, vom Kurzfristigen zum Langfristigen. Ja, und während man so in der Social-Media-Zeit, so der 2000er, 2010er Jahre, mit einer pfiffigen Idee noch relativ schnell große Reichweiten erzielen konnte, geht es jetzt nur noch mit struktureller Größe. Also ihr seht, das sind zwei Zyklen, die sich relativ widersprechen und wo wir natürlich jetzt eine komplett andere Mixtur haben. Erstens, was ist der Zeitgeist, die kulturelle Mentalität in unserem sozialen Umfeld, und zweitens, was brauchen wir für einen Erfolgsschlüssel, um darin erfolgreich zu sein? Und da habe ich jetzt aus diesem Zyklus, es gibt natürlich noch Dutzende weitere, habe ich jetzt einfach mal so ein paar Megatrends abgeleitet, die natürlich jetzt auch das Wirtschaftsleben komplett verändern.
Der erste, die globalen Machtverschiebungen sind ja mittlerweile in aller Munde, wo ich das im Jahr 2020 gesagt habe, wir kommen jetzt in eine multipolare Weltordnung rein. Das heißt, ja, warum? Es gibt halt die Pandemie und in ein, zwei Jahren wird es wieder so sein wie vorher. Mittlerweile ist bis zum deutschen Kanzler, dass das in aller Munde ist. Ja. Das heißt, wir hatten eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Fall des Eisernen Vorhangs hat man jetzt zwei Machtblöcke und irgendwie die Weltpolitik ist aus der Antagonie zwischen diesen beiden entstanden. Wir hatten dann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, ihr erinnert euch, ja, Fukuyama, das Ende der Geschichte, jetzt ist der Kampf entschieden, was ist das bessere politische System, jetzt müssen wir uns gar nicht mehr groß darüber unterhalten, ist Kapitalismus oder Kommunismus besser, jetzt wissen wir, es ist der Kapitalismus und alle Länder schließen sich dem an. Das war jetzt so die Heilsversprechung der letzten 30 Jahre, ja, gerade an die Entwicklungsländer, ihr müsst nur hart genug arbeiten, ihr müsst nur fleißig sein und dann wird es euch bald so gut gehen wie uns. Was sich natürlich ein Stück weit als leeres Versprechen herausgestellt hat, weil für die westlichen Großkonzerne waren es einfach erstens eine Erweiterung der eigenen Märkte, waren billige Rohstoffquellen, billige Arbeitskräfte, fertig. Ja, und jetzt ändert sich das, jetzt kommen wir in diese multipolare Weltordnung mit einem großen Machtblock, der sozusagen die Macht im 21. Jahrhundert übernehmen wird, rund um China aufgebaut. Ja, man hatte immer so knapp 100 Jahre, wo eine Weltmacht dominiert. Das waren mal die Holländer, das waren mal die Spanier, das war mal das British Empire. Dann waren es eben nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner. Und jetzt haben wir diesen Machtwechsel hin zu China, gemeinsam mit Russland plus Verbündeten. Ja, und alle anderen Länder, und das ist jetzt der Unterschied, die sind hin und her gerissen, ja, zwischen der alten Weltmacht USA, dem neuen Machtblock da im Osten. Und jeder probiert halt irgendwie sich aus beiden so das Beste rauszuholen und dazwischen so rumzulavieren. Das heißt, diese Trennung in zwei Blöcke wird es nimmer geben, sondern es wird einfach total im Sinne der Luftepoche total zersplittert und da irgendwie total kurzlebig sein, wer sich wann in welchem Thema wem anschließt. Ja, ganz wichtig, und das ist so der erste Hinweis im Bereich Investment. Ein großer Wachstum ist zu erwarten in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre in Afrika. Ja, Afrika ist ganz stark im Uranus-Pluto-Zyklus eingebettet. Das hat man gesehen bei der Konjunktion, wo in den 1960er Jahren plötzlich ganz Afrika dekolonisiert wurde. Und ja, jetzt kommen wir da in so eine Entspannungsphase, wo sozusagen diese Früchte der ganzen Veränderungen nach den Geburtsschmerzen langsam greifbar werden. Das heißt, wir werden in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre einen irrsinnigen Afrika-Boom erleben, ähnlich wie wir das Anfang der 90er Jahre hatten, so wenn ihr euch erinnert, so mit Osteuropa und China und Ostasien. Also der Trend, der wird dann nach Afrika gehen. Warum? Weil die Luftepoche, das ist ein ganz, ganz zentrales Strukturbild, ja. Die Luftepoche ist grundlegend dezentral, dezentralistisch. Also Erdepochen sind immer sehr zentralistisch aufgebaut. Wir sehen es hier schematisch in der linken Grafik. Ja, es gibt immer so wenige mächtige Verteilerzentren und die beliefern dann all die einzelnen Endpunkte. So ist beispielsweise unser ganzes Straßennetz, unser ganzes Schienennetz, unser ganzes Telefonkabelnetz und so weiter aufgebaut. Aus heutiger Sicht, mit unseren heutigen Technologien, würden wir aber nie eine Infrastruktur mehr so aufbauen, ja, weil wir haben jetzt natürlich mit den ganzen digitalen Mitteln, mit Satelliten, mit Solar und so weiter. Heute wird man im Grunde lauter autarke Einzelpunkte aufbauen, die komplett in flexiblen Netzwerken miteinander verbunden sind. Wir in Deutschland hier haben natürlich eine irrsinnig teure Infrastruktur in der Erdepoche aufgebaut oder generell in Europa. Das heißt, es wird noch Jahrzehnte dauern, es muss sich ja amortisieren, bis das dann Schritt für Schritt gegen Lufttechnologien ausgetauscht wird. In Afrika hingegen kann man das auf die grüne Wiese bauen. Ja, es gibt ja bis heute keine durchgehende Straße oder Eisenbahnschiene von Nord nach Südafrika, einfach weil es viel zu große Landflächen sind, die man überbrücken müsste. Jetzt hier mit diesen neuen Zukunftstechnologien kann man da wirklich auf der grünen Wiese eine irrsinnig moderne Infrastruktur aufbauen. Ja, und natürlich, Afrika ist aktuell noch auf einem sehr niedrigen Entwicklungsstand und natürlich je niedriger das Gesamtvolumen, desto größer die Wachstumsraten. Ja, habt ihr ja alle gesehen, bei Bitcoin beispielsweise, wo der noch sehr, sehr niedrig war, da war plus 1000% gar kein Problem. Jetzt, wo der Markt natürlich schon eine gewisse Größe hat, ist man dann oft schon mit 20-30% zufrieden. Dasselbe wird natürlich in Afrika sein. Aber das ist vielleicht aktuell schon in Indien, das ist
Sachs und Afrika, weil das ist ja im Endeffekt die gleiche Thematik, nur dass Indien ein bisschen weit voran ist. Genau, das kannst du natürlich dann mitnehmen, aber Afrika ist natürlich überhaupt dieser weiße Fleck in der Investorenlandkarte, einfach weil bis jetzt die politischen Verhältnisse zu unsicher waren. Aber da ist jetzt momentan gerade eine Riesenentwicklung in Anmarsch von lauter jungen Unternehmern, die auch schon mit dem Handy aufgewachsen sind, die dort ihre Digital-Businesses starten. Also das ist sozusagen noch die Perle, einfach weil das so ein großer Bogen drum gemacht worden ist. Ja, und wie gesagt, das ist halt vor allem durch die astrologischen Zyklen, dass das zustande kommt. Ja, Deglobalisierung ist mittlerweile auch in aller Munde. Was da vielleicht wichtig ist, für Deutschland wäre hier die Chance im Bereich Industrie 4.0, ja, also dass man wirklich sagt, durch eine vollautomatisierte Produktion kann man auf Skalengrößen bis 1 runter genauso kostendeckend oder effektiv produzieren, wie man es halt früher an der verlängerten Werkbank in China machen musste. Ganz wichtig ist das Motiv der Struktokratien. Ja, Struktokratie heißt, das ist ein Kunstwort, das ich mal kreiert habe vor 10 Jahren, das beschreibt den Zustand, dass man eben nicht nur mehr durch eine sichtbare Gewalt seine Macht entfaltet, ja, sondern dass man eine Struktur aufbaut, die so konfiguriert ist, dass der Mensch sich gar nicht rausentscheiden kann. Und die entstehen vor allem durch die Digitalwirtschaft, wo wir ganz andere Skaleneffekte haben, wie jetzt bei physischen Gütern. Ja, bei physischen Gütern, wenn man doppelt so viel herstellt, wird es ein bisschen billiger oder vielleicht deutlich billiger, aber es im Grunde die physikalischen Kosten gehen nicht unter ein gewisses Niveau runter. Ob ich jetzt da 1000 Stück oder eine Million macht, irgendwas wird es immer kosten. Bei digitalen Gütern ist es umgekehrt. Da kann man wirklich beliebig skalieren und irgendwann ist man bei Grenzkosten von null angelangt. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass derjenige, der das beste System in seinem Markt aufbaut, alle anderen rausdrängt, weil den zweitbesten braucht niemand, ja, sondern nur der Beste überlebt. Der Winner takes it all, haben wir gesehen, zum Beispiel im Social-Media-Bereich, ihr erinnert euch, 2000er Jahre, da gab es ja Dutzende solche Plattformen. Im Endeffekt haben sich dann halt Facebook und wenige Konzerne da durchgesetzt. Das Ganze hat Michel Foucault, hier der bekannte französische Postmodernist, schon in den 1970er Jahren vorhergesagt. Der hat da das Konzept des panoptischen Blicks eingeführt. Er hat gesagt, wenn man jetzt wirklich Menschen perfekt überwachen möchte, hier, das ist das sogenannte Panoptikum, ja, das ist ein Gefängnis, das ist kreisrund angelegt, und zwar so, dass in der Mitte ein Turm steht und von diesem Turm kann man lückenlos in sämtliche Zellen reinsehen. Das heißt, die Insassen wissen, sie können jederzeit beobachtet werden. Wozu führt das? Das führt dazu, dass nach einer gewissen Zeit, die sich alle regelkonform verhalten werden, selbst wenn schon seit Jahren kein Mensch mehr in diesem verspiegelten Turm drin sitzt, weil man weiß ja nie, wann könnte man beobachtet werden. Und das ist genau dieses Prinzip, ja, Susanna Subroff hat es ja dann sozusagen auf die Digitalindustrie übergemünzt und ja, das ist genau das, wo wir jetzt aktuell halt hier drin sind. Und natürlich der die größte Plattform aufbaut, der kann hier natürlich auch, der kriegt sozusagen alle Nutzer und die anderen gehen komplett leer aus. Ja, und dann eben dieser Prozess Objektivierung, Subjektivierung, also das ist noch aus meinem ersten Buch über die magischen Praktiken des Managements eine Zeichnung, also mittlerweile schon 25 Jahre alt, einfach hier Wissenschaft, Staat und Industrie ersetzen durch Megakonzerne. Das heißt, die Megakonzerne im Prozess der Objektivierung messen die möglichst viele Daten über ihre Nutzer, um einfach sozusagen den Markt möglichst genau modellieren zu können und konstruieren ihre Algorithmen danach. Dann kommt aber der perfide Prozess der Subjektivierung, das heißt, sobald dieses Modell installiert ist, probieren die Menschen freiwillig diesem Algorithmus zu entsprechen, damit sie da möglichst reibungsfrei sozusagen ihre Vorteile genießen können. Das heißt, es ist so ein automatischer Normierungsprozess, ja, was wirklich zu so einer Art Monokulturen des Denkens führt. Diese Entwicklungen, das wird dann auch so ab 2025 ungefähr starten, das wird zu einem Phänomen führen, ich nenne es den technoiden Neokommunismus. Ja. Dadurch, dass jetzt diese ganzen Großkonzerne so viel Macht haben und wie diese ganzen politischen Verwirrungen haben, geht es immer mehr dazu, dass Staaten sich abgrenzen, abschotten, dass diese Staaten natürlich auch jetzt durch all diese Krisen unglaubliche Staatsausgaben haben. Ihr müsst euch nur überlegen, diese ganzen Corona-Hilfen, diese ganzen Milliarden, die in irgendwelche Sondervermögen oder in die Ukraine reingesteckt werden, es muss hier irgendwie wieder herkommen. Das heißt, wir werden da in so eine Art Kommunismus 2.0 reinkommen, wo einfach eine irrsinnig hohe Staatsquote
immer noch höher wird. Natürlich auch mit so einem gewissen moralischen Zeigefinger dabei, wo es auch immer so einen Sündenbock gibt. Ja? Die Corona-Leugner oder dann die Superreichen oder die Oligarchen. Also irgendjemand ist halt dann immer schuld, wo man sagt, ja, denen können wir es ja zu Recht wegnehmen. Da gibt es eben zwei Szenarien innerhalb dieser Konstellation. Das eine, das sehen wir hier links, das ist wirklich dieser technoide Neokommunismus, wie wir es in China jetzt schon etabliert haben mit dem Social Scoring System. Das andere, ich nenne das gerne Szenario der Gemeinwohlökonomie, der Gemeinwohlwirtschaft, wo man so aus der Tradition in Europa der sozialen Marktwirtschaft dann vielleicht doch schafft, sozusagen eine soziale Ausgewogenheit da reinzubringen. Ja, es sind natürlich zwei komplett verschiedene kulturelle Hintergründe. In China hat man ja so diese ganz starke Obrigkeitsorientierung, diesen ganz starken Kollektivismus schon seit Jahrtausenden angelegt. Der chinesische Kaiser war ja der Repräsentant der himmlischen Ordnung auf Erden, der durfte nicht nur alles über ihn wissen, der musste sogar, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, so ein Social Scoring System, das prallt dort natürlich auf offene Ohren, während bei uns ja eher das Motiv der Freiheit in unserer Kultur ganz stark verankert ist. Ja, also das sind so ein paar Beispiele, wie man es eigentlich die letzten Jahre schon sehen kann, in welche Richtung so eine Gemeinwohlökonomie gehen kann, ja, also wo es dann wirklich halt darum geht, im Grunde direkt von Mensch zu Mensch halt viele Transaktionen zu machen, aufgrund dieser dezentralen Technologien, die wir dafür zur Verfügung haben. Ja, Bevölkerungsrückgang hat Florian schon einiges gesagt, Demoralisierung des Arbeitsmarktes auch schon einiges. Was jetzt für das Investment ganz wichtig ist, ist der Seifenblaseneffekt. Und der ist wirklich ganz symptomatisch für diese Luftepochen. Wenn wir das letzte Mal zurückschauen, hier im 13. Jahrhundert, wer weiß, wer dieser Herr hier war? Ja, Konfuzius glaubt jeder, schön wär's, das hier ist Genghis Khan. Und was hat Genghis Khan gemacht? Der ist mit seinen mongolischen Horden losgeritten aus Ostasien. Und ihr seht, in kürzester Zeit, in wenigen Jahrzehnten, hat der das von einem kleinen Steppenvolk zum größten Reich, das es jemals in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, gemacht. Ja, also wirklich bis weit nach Europa rein haben sich diese Reiterhorden gefressen. Dann, kaum war der gestorben, ist in kürzester Zeit aber auch das ganze Reich dann komplett zerfallen wieder und war dann da relativ schnell dann wieder eine Fußnote der Geschichte. Ja. Das ist dieser Seifenblaseneffekt. Auch die hatten damals eine neue Technologie, das war halt diese spezielle Form zu reiten und die speziellen Waffen, wo einfach ganz Eurasien davon überrollt war, weil es komplett neu für die war. Und dann aber, wo die dann gewusst haben, wie man sich dagegen wehren kann, hatten die ja schnell mal passende Gegenstrategien. Ja. Und das ist genau dasselbe, was wir jetzt im Wirtschaftsleben erleben. Ja. Wir haben in der Erdepoche da relativ lineare Entwicklungen gehabt. Werden jetzt aber diesen Seifenblaseneffekt ganz, ganz extrem spüren. Wo hatten wir das schon im IT-Bereich zum Beispiel, während Corona-Zeit, irrsinnige Wachstumsraten, kaum war Corona vorbei, haben die Leute einfach viel weniger Bock am Bildschirm zu sitzen und dann gab es dann auch schnell mal die ganzen Massenentlassungen wieder im IT-Bereich. Anderer Sektor, wir hatten ja heute drüber gesprochen, Biolandwirtschaft, auch da war es so 2020, 2021, die Nachfrage explodiert, da waren ja teilweise 20-30% plus im Jahr und das muss man erstmal anbauen können, das muss man erstmal liefern können und dann waren die ganzen Vertriebe da massiv am Limit, überhaupt diese Ware bereitzustellen, weil jeder gesagt hat, okay, ich habe jetzt immer noch genug Geld wie früher, kann es aber nicht mehr ausgeben, also wenigstens daheim gut essen. Kaum war Corona vorbei, ist der Markt dann auch schon wieder um 30% runtergekracht. Ja, also irrsinnige Probleme für eine Planbarkeit. Ihr seht es mit Planungssystemen aus der alten Erdepoche, wo man vielleicht auch noch irgendwo mit dem Excel-File oder so sitzt, kommt man bei solchen Entwicklungen nicht hinterher. Man braucht da wirklich voll durchautomatisierte Algorithmen, die dann auch wirklich Nachfrage sehr, sehr schnell hoch und runter fahren können in so einem Bereich. Gastronomie ähnlich, ja, auch da war das immer so ein Lavieren zwischen, man kann gar niemanden bewirten während der Lockdowns und dann kaum geht es wieder auf, könnte man vielleicht dann nochmal doppelt so viele Leute als Kellner einstellen, die sind aber dann alle schon weg. Und Immobilien, das nächste, was es hier betrifft. Ja, also auch da hat man natürlich einen irrsinnigen Boom während der Spätzäsarenzeit der Erdepoche und kaum sind wir in die Luftepoche, jetzt hat sich hier konstituiert, geht es in die andere Richtung weiter. Ja, so zusammengefasst, läuft es ist alles
auf die nächste Zäsur. Also wir hatten 2020 diese Zäsur, diesen Systembruch mit Corona. Ja, das war eben dieser astrologische Zyklus. Wir hatten 2022 so eine kleinere Disruption mit Inflation und Ukraine. Und der nächste wirklich große Einschnitt, der erwartet uns so zwischen Sommer 2025 und Sommer 2026. Dort wird ein komplett neues Weltwirtschaftssystem etabliert werden. Ja, das klingt spektakulär, aber haben wir ja gerade erst schon vor 30 Jahren gehabt. Also von der Größenordnung könnt ihr euch das so vorstellen wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das war ja auch im Grunde eigentlich eine komplette Umgestaltung des Weltwirtschaftssystems. Aber ihr seht es, also das ist ein realistisches Szenario. Das ist nicht so, dass da plötzlich über Nacht irgendwie die ganze Welt ausgetauscht wird, so wie sich das manche vorstellen. Ja, nur der große Unterschied ist, damals, Anfang der 90er Jahre, da ist die Struktur des Weltwirtschaftssystems ausgetauscht worden. Ja, also das heißt, aus dem Kommunismus ist halt der Kapitalismus worden in großen Teilen der Welt. 2025 der Unterschied ist, dass es wirklich unsere materielle Produktionsbasis betreffen wird. Das heißt, ein kompletter Austausch von dem, mit was für Materialien wir arbeiten, mit was für Rohstoffen wir arbeiten. Ja, dann eben diese bipolare Welt, dieser Gang vom zentralistischen zu dezentralistischen Systemen. Dann natürlich ganz wichtig, dass immer der Begriff des Gemeinwohls, dann es geht es eh schon langsam los, aber so ab Mitte der 2020er Jahre wird es irrsinnig überstrapaziert werden, dass man auch die unliebsamsten politischen Entscheidungen mit dem Gemeinwohl-Argument sozusagen durchsetzen kann und aufgrund dieser instabilen Lage natürlich auch das Recht glaubt, rechtfertigen zu können. Ja, und gleichzeitig natürlich dadurch, dass sozusagen die materielle Basis der Erdepoche immer mehr wegbricht, junge Generationen, die nachwachsen, dann im Grunde mit dem aber auch zufrieden sind. Das heißt, ihnen fehlt da gar nichts, weil sie eh die ganze Zeit in ihrer Online-Welt drin sind und dann vielleicht nicht unbedingt zwei Mopeds und irgendwie eine Stereoanlage und alles Mögliche brauchen, was wir vielleicht in unserer Jugend gebraucht haben. Ja, im Bereich Finanzen, Investment, das heißt, wie wird es da weitergehen, so die nächsten paar Jahre, also die nächsten 12 Monate, Inflation, klar, das wird jetzt immer mehr so ein Stück weit zurückgehen, aber immer noch so im mittleren einstelligen Bereich bleiben in den meisten Ländern, aber im Grunde das Inflationsthema, das ist es beim Abglimmen. Bereich Immobilien, ich habe ja in der Pause mit einigen von euch geredet, da hatte ich ja vor über 2 Jahren ein Video mal auf YouTube hochgeladen, Immobiliencrash 2023 hat das geheißen, dass eben dann der Boom zu Ende sein wird. Das ist natürlich wirklich eine Anlageklasse aus der alten Erdepoche, Immobilien. Ja, und es ist ja immer so, wenn so eine Epoche zu Ende geht, dann wird es nochmal total überkurbelt, ja, so wie eben im Deutschen Kaiserreich oder in Österreich in der Monarchie die letzten 5 Jahre nochmal die opulentesten waren, die übertriebensten, bevor es dann komplett zu Ende war. Und so wird es halt eben auch mit den Immobilien sein. Das heißt, es wird dann die nächsten Jahre, Jahrzehnte eigentlich als Anlageklasse für die Masse ihren Reiz verloren haben. Ja, klar, natürlich diejenigen von euch, die da irgendwo spezialisiert sind, die da ihren Markt haben, die da ihre Kompetenz haben, die werden natürlich immer irgendwie trotzdem da ihr Auskommen finden, aber halt eben nicht mehr in dieser übertriebenen Boomform, wie wir es jetzt die letzten 10 Jahre hatten. Die nächste Anlageklasse, deren Zeit laut den astrologischen Zyklen zu Ende ist, das ist eigentlich Gold und Edelmetalle. Ja, sofern man die nicht irgendwie für irgendwelche Produktion von Halbleitern oder Chips oder so weiter braucht. Also Gold, das ist seit 2020, das habe ich damals schon gesagt, okay, es ist der Zenit erreicht. Und jetzt wird es eher wieder wegdümpeln. Ich weiß, das widerspricht dem, was ganz, ganz viele Experten erzählen, gerade diejenigen, die selber Gold handeln. Aber inflationsbereinigt werden wir eigentlich, werden wir nicht mehr über dieses Stadion von 2020 drüber kommen. Ja, so nominell vielleicht schon leicht, aber inflationsbereinigt muss man davon ausgehen, dass wir den nächsten wirklichen Goldboom erst dann in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre haben werden. Ja. Warum? Also jetzt mittlerweile kristallisiert sich es immer mehr raus, weil natürlich im Vergleich zu künstlicher Intelligenz, Blockchain, den ganzen wirklich hochtechnologischen Anlageformen, sowas, was einfach irgendwo im Tresor rumliegt, verhältnismäßig langweilig sein wird. Also es wird dann so sein, wie wenn ihr in den späten 90er Jahren zum Anlagenberater gegangen seid und gesagt habt, ja, ihr möchtet Gold kaufen, hat er euch ausgelacht, weil er gesagt hat, das hat sich ja schon seit 15 Jahren nicht mehr vom Fleck bewegt. Also in so eine ähnliche Phase kommen wir da rein.
Bitcoin. Ich habe gesehen, dass wir haben in Gesprächen festgestellt, dass viele von euch eben sehr, sehr viel in Krypto-Technologien, in Blockchain-Technologien machen. Da hatte ich ja im November 2021 extra noch ein Video publiziert, bitte auf keinen Fall mehr investieren, weil jetzt geht der Kryptowinter los. Genauso war es dann. Mir war das einfach wichtig, weil ich bei vielen Klienten gesehen habe, die kaufen da immer noch wie blöd, obwohl es für mich klar war, es ist der Zyklus hier zu Ende. Da geht sozusagen der nächste Aufwärtshype, können wir erwarten, dann ab dem frühen 2024, so Februar, März rum. Also da wird es dann wieder abgehen, wie es damals im Herbst 2020 war, wo dann wieder jeder rein will oder viele dann auch sagen, ach, hätte ich doch vor einem Jahr gekauft. Also das ist, was uns hier im Kryptobereich erwartet. Ja, und natürlich, wie gesagt, Afrika. Der Afrika-Boom, das ist auf alle Fälle was ihr auf eurem Radar behalten solltet, weil das wird dann relativ schnell gehen, dass da sehr, sehr viel Geld damit reinfließt und je früher man da dabei ist, desto größer natürlich die Rendite. Ja, das ist hier jetzt nochmal kurz zum Zeitverlauf, 2020 bis 2025, ich nenne sie mal gerne die Sturm- und Drangzeit der Luft-Epoche. Ist immer so, wenn es so einen Epochenwechsel gibt, dass es dann auf und ab und hin und her ist und eine Richtungslosigkeit. Und dann ab Mitte der 2020er Jahre werden wir so eine exponentielle Entwicklung wieder haben, gerade natürlich auf Basis von neuen Technologien wie künstliche Intelligenz und so weiter. In dem Zeitraum, ich habe hier 2025, 2026 auch verbunden mit einer deutlich erhöhten Kriegsgefahr. Also Konflikte mit Waffengewalt sind da sehr wahrscheinlich. Ja, es ist ja oft, dass es eines andere bedingt, leider Gottes, sehr oft ist ja Krieg auch ein Innovationstreiber. Also das ist dann nochmal eine heiße Phase. Ja, abschließend für euch, für euer Mindset ganz, ganz wichtig. Ihr habt gesehen, es gibt jetzt zwei total widersprüchliche Zyklen. Wir auf einer Seite den Jupiter, Saturn, den Luftzeichen, wo alles plötzlich total beweglich und offen wird und vielfältig und schillernd. Und auf der anderen Seite haben wir plötzlich den Saturn, Pluto im Steinbock, wo ja alles plötzlich ganz streng und dogmatisch wird. Ja, wo man sich fragen kann, ja, wie passt denn das beides zusammen? Wichtig ist, der Jupiter, Saturn, der zeichnet unser Umfeld aus. Also man kann sagen, so die letzten 30, 40 Jahre, da war das Umfeld relativ stabil, relativ reglementiert und dadurch mussten wir in unserem Kopf drinnen sehr wendig und beweglich sein, um da irgendwas unser Mauseloch durchzufinden und doch nur irgendwie so zu was zu kommen. Jetzt dreht sich das komplett um. Das heißt, jetzt wird plötzlich das Umfeld total unberechenbar, vielfältig. Man hat 100.000 Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen, um sein Geschäftsfeld aufzuziehen. Und gerade deswegen ist es umso wichtiger, im Kopf drinnen ganz stringent und zielgerichtet zu operieren. Ja, man muss wirklich genau analysieren, was sind meine Begabungen und Talente, was sind meine Ziele, die ich erreichen möchte, um dann sozusagen diese Luftepoche als Selbstbedienungsladen zu nehmen, um sich da seine Tools rauszuholen. Aber, und das ist der Fehler, den gerade am Anfang viele gemacht haben, ja, rundherum ist alles so schillernd und beweglich und jeden Tag verbringt man dann 10 Stunden auf YouTube und dann nochmal dies und nochmal jenes und jeden Tag hat man 5 neue Ideen, was man denn jetzt den Rest seines Lebens machen möchte, dann seid ihr natürlich vollkommen wie ein Blatt im Wind verloren. Also von dem her, jetzt geht es wirklich darum, sozusagen euren Fokus zu halten. Lieber, die Kunst besteht eher im Weglassen, als eben möglichst viele Gelegenheiten aufzugreifen. Und dann ist es eigentlich eine sehr erfolgsversprechende Phase, die uns da bevorsteht. Ja, und ganz wichtig natürlich, um euer Gehirn unter Kontrolle zu haben, natürlich auch immer wieder mal der digitale Detox, einfach raus aus der digitalen Welt, einfach mal zu sich selber zu kommen, um mal wirklich diesen Fokus zu finden. Ja, also diese Balance, wie viel verbringe ich in der virtuellen Welt, wie viel verbringe ich in der organischen Welt, die ist da ganz, ganz entscheidend, um dann nicht einfach im Grunde in diesem Tumult, in diesem Tohuwabohu an Möglichkeiten dann abzusaufen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Inspirationen mitgeben für euer Business, für eure Investments. Ich hoffe auch, dass ich nicht zu sehr über der Zeit bin. Wir haben jetzt ja die halbe Stunde durch und falls noch Zeit für Fragen ist, natürlich sehr, sehr gerne. Danke euch.